und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Zu einem erneuten Video auch Pickups und Errungenschaften der Woche und meine Impressionen und Eindrücke der Börse in Montabaur. Und das alles seht ihr jetzt nach dem Intro. Mal grüßt euch alle und ich muss mich an der Stelle erstmal entschuldigen. Ich habe nicht so viel gefilmt, keine Ahnung, und ich weiß einfach nicht. Ich hatte auch da einen eigenen Stand und ganz ehrlich, Leute, ich habe es vergessen. Tut mir leid, wirklich, beim besten Willen, tut mir leid. Aber ich muss mich an dieser Stelle auch bedanken, denn wir sind jetzt ungefähr bei 600 Abonnenten angelangt. Ein recht herzliches Dankeschön geht raus an dieser Stelle. Ich muss mir da was einfallen lassen für euch und was es sein wird, erfahrt ihr entweder im nächsten oder übernächsten Video. Denn momentan ist auch sehr viel los bei mir und ja, aber lasst euch da nicht mal enttäuschen. Auf jeden Fall kommt da irgendwas und ja, ich blende euch einfach jetzt mal ein bisschen Footage von der Börse ein. Unter anderem auch einen kurzen Deal, aber den erfahrt ihr auch später. Blende ich euch auch danach kurz ein. Auf jeden Fall erst einmal ein bisschen Footage von der Börse. Ab damit! Dem ersten, ich weiß jetzt auch gar nicht, ich habe da jetzt auch gar nicht drauf aufgepasst, aber mit einem der Deals der Börse, und zwar mit dem Peter von Petendo. Und zwar hat er vor einiger Zeit ein paar Dinger gefunden auf dem Flohmarkt und ja, und ich habe ihn auch gleich angeschrieben und ja, und, es waren mehrere Hefte dabei, hier erst einmal da, einmal Club Nintendo Yoshi Story Sonderausgabe 7. Steht halt ungefähr, im Endeffekt steht da halt wirklich. Da ist sogar ein kurzer Comic dabei, seht ihr hier, bitteschön. Es ist halt so ein Comic zum Spiel selber. Ich hatte den auf jeden Fall selber früher, so ist nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da noch ein paar Tricks und so weiter. Ah, ein bisschen, ein paar Level sind auch abgebildet und Poster, Leute. Da ist sogar noch das Poster drin. Meine Fresse. Schaut. Und gut, das sieht man jetzt erstmal schlecht, aber da die eine Seite, es hat ein doppelseitiges Poster, ne? Ich nehm's nicht raus. Ich, Leute, ich lasse es so. Ne?
ein bisschen Nostalgie pur. Also wenn man einfach wirklich top, muss ich ehrlich sagen. Und einfach und einmal noch das vom Club Nintendo, das Heft, die Ausgabe von Illusion of Time. Oder wie es in der US-Fassung heißt, Illusion of Gaia. Wirklich Illusion of Time mit eins für mich der besten RPGs auf dem Super Nintendo. Das war aber noch nicht alles, denn ich habe von Peter noch was bekommen. Und zwar hat er ja dieses Resident Evil Buch bekommen. Es sah erstmal so danach aus, als ob er es behalten würde. War jetzt an und für sich nicht so schlimm. Er war aber so freundlich und hat uns einen eBay-Link zu einer Auktion geschickt, wo das Buch auch nochmal angeboten wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mit drauf geboten, habe nicht gewonnen. Das Ding ging am Ende für 25 Euro weg. Falls du das auch siehst, lieber eBay-Gewinner dieser Auktion, hoffentlich weißt du dir da jetzt wirklich in den Arsch. Denn ich werde dir auch gleich erklären, wieso. Es handelt sich erst einmal, um vorwegzunehmen, es handelt sich um dieses Resident Evil Buch. Es ist kein offizielles Buch von Capcom. Das ist ein, hier sieht man es nochmal, ein Wootbox-exklusives Buch. Das gab es damals bei dieser Horror-Wootbox oder Resident Evil speziellen Wootbox mit dabei. Und das ist halt so eine Art Chronicles-Buch halt. Ne? Da stehen diverse Sachen. Es war einmal Resident Evil, hier habt ihr die. Bevor ich das vorlese, bitteschön. Die ganzen Dinge habt ihr halt drin und da stehen halt diverseste Infos über das Spiel selber. Und was ich zum Beispiel am besonders interessantesten finde, hier steht sogar eine kleine Passage über die Darsteller vom Intro-Trailer von Resident Evil 1. Was sie heute machen, oder im Endeffekt, was sie halt heute und so weiter machen. Und jetzt zu dem Gewinner der Auktion. Ich habe das selber mal, das Buch hat mich so sehr interessiert im Video von Peter. Und ich wollte, da ich halt die Auktion verloren habe, um Gottes Willen, sei es drum, wollte ich das Buch eigentlich unbedingt haben, weil ich als Resident Evil Fan will das haben. Also es ist halt wirklich was Cooles. Es ist halt ein exklusives Wootbox-Gedöns. Und ja, auf jeden Fall habe ich danach gesucht und wurde auch relativ fündig, denn die Wootbox, halt die Seite Wootbox, bietet das Buch nämlich separat nochmal an. Ich glaube auch für 10 oder für 15 Euro bieten die das an. Aber, und jetzt kommt der Haken an der ganzen Sache, aber die wollen 4 Euro oder 6, steinig nicht, die wollen auf jeden Fall einen viel zu hohen Versand für, Leute, guckt euch das an, für dieses Buch. Schwachsinn. Ganz ehrlich, die hätten wahrscheinlich 6 Euro oder diesen hohen Versand genommen und hätten es für 1,50 Euro Briefversand sogar verschickt, wer weiß. Auf jeden Fall, Peter schreibt mich an, kurz vor der Börse. Ey, ich hätte doch Interesse an dem Buch gehabt und habe gesagt, ja klar, wieso nicht? Er hat gesagt, 10 Euro, okay, ich habe sofort ja gesagt. Denn ich wollte das Buch unbedingt haben und an dieser Stelle solltest du dich in den Arsch beißen, Gewinner dieser eBay-Auktion. Denn das Buch gab es auch so wesentlich günstiger als 25 Euro, trotz Versand bei Wootbox. Gratulation. So, das war noch nicht alles, denn der Peter lief kurz vor der Börse mit den Restsachen von ihm rum. Und das ist eine Channel-Spende von ihm gewesen. Er hat so ein Stack diverse CD-Hüllen in der Hand gehabt und hat gesagt, ey, Peter, schau. Such dir zwei Sachen aus als Channel-Spende, kannst du haben. Alright, ich nehm's. Und zwar hat sich das einmal um Destruction Derby für die PlayStation 2 gehandelt. Ich kenne das Spiel nicht. Also Destruction Derby an sich, die Serie kenne ich. Aber das für die PlayStation 2 kenne ich absolut nicht. Und da ich das Destruction Derby auf der PlayStation 1 übelst feier, habe ich mir gedacht, ey, nimmst du es mit. So, das war noch nicht alles. Und zwar den Film, ich habe den noch nicht gesehen und entweder ich werde den im Laufe der Woche noch anschmeißen oder gar heute, wer weiß. Und so handelt es sich hier um Poltergeist, die Neuauflage. Leute, ich habe den Film noch gar nicht gesehen, die älteren Filme habe ich gesehen, aber den halt eben noch nicht. Und Peter,
vielen Dank an der Stelle für die 2 Challenge-Spenden und für den ganzen Stuff. Vielen, vielen Dank. Ehrlich. So, dann kommen wir auch schon zum nächsten Deal, den ich gemacht habe, und zwar vor der Börse, denn die besten Deals fangen vor der Börse an, finde ich. Und das war auch mit der einzige Kauf, den ich auf der Börse, sagen wir mal, getätigt habe, unter anderem, beziehungsweise 3 Käufe eigentlich habe ich getätigt auf der Börse. Mehr nicht, und das werde ich auch euch am Ende verraten, wieso, weshalb und warum. Auf jeden Fall zu einem Gameboy-Game handelt es, kommt einmal hinzu, Mystic Quest in OVP. Zu dem Gameboy-Game kommt hinzu. Schlechte Wortwahl, Freunde. Schlechte Wortwahl. Auf jeden Fall kommt Mystic Quest in OVP dazu, mit der Anleitung, mit der Karte, die drin sein sollte. Und zwar habe ich die bekommen vom guten Flo von Baltic Games. Oder aka der Bürgermeister. Link zu einem bestimmten Video, wenn es draußen ist, seht ihr unten in der Beschreibung. Da seht ihr, wieso und weshalb der Bürgermeister. Zu dem Spiel sei gesagt, ich hatte das schon, also Complete, also nicht Complete in Box, aber ich hatte halt das Spiel an sich in recht guter Kondition. Und ja, der Florian hat es mal angeboten gehabt und ich habe gesagt, ey, Mystic Quest in OVP muss ich unbedingt haben. Ich bin kein OVP-Sammler, was Game Boy Games oder NES Games angeht, aber bei dem Game musste ich einfach, das ist so eine kleine Hommage für mich an mich selbst, dass ich das Spiel in OVP haben muss. Denn zu dem Spiel sei gesagt, ich war relativ jung, lass es 6-5 Jahre alt gewesen sein, da war ich im Krankenhaus und Mandeloperation und das Trommelfell waren geplatzt und bei beiden, ich kann mich nicht genau daran erinnern, ob ich gleichzeitig habe oder unterschiedliche Male. Ich war auf jeden Fall im Krankenhaus und ja, was hatte ich da? Man hat mir, oder mein Vater, ich weiß auch nicht mehr gesagt, wer, mein Vater hat es mir auf jeden Fall gebracht, einen Gameboy und Mystic Quest als Game halt. Ne? Und ich hatte in der Zeit, wo ich im Krankenhaus gelegen war, nur Mystic Quest und Gameboy. Und das ist eine schöne Zeit, an die erinnere ich mich gern und häufig auch wieder zurück. Denn, ja, das hat mir halt den ganzen Schmerz genommen durch die Mandeloperation. Ich meine, als junger Butschi ist es nicht immer so toll, wenn man mit Schmerzen aufwächst. Und Mystic Quest, also Gameboy und Mystic Quest haben mir den Krankenhausaufenthalt richtig versüßt. So, und Flo, vielen, vielen Dank an dir, dass du es mir richtig günstig hinterlassen hast. Vielen, vielen Dank. So, kommen wir dann zum nächsten Deal. Den habe ich mit dem guten Klaus gemacht von Back to the Past. Ein recht cooler Kanal, muss ich sagen. Ich schaue sehr häufig oder mittlerweile immer an seinen Livestreams vorbei. Kanal unten in der Videobeschreibung von all den Leuten, die ich bis jetzt erwähnt habe, seht ihr die Kanäle unten in der Videobeschreibung. Ja, kommen wir einmal zu dem Deal mit dem Klaus. Und so habe ich einmal bei ihm im Stream geschaut und da hat der Klaus gesagt, hey du Gary, ich habe ein paar Sachen für dich oder beziehungsweise eine Sache für dich und wäre hier einmal, hat er mir gezeigt, Dragon Ball Raging Blast für die PlayStation 3 in der Limited Edition, ne, mit Artbook und so weiter und, ja, und allen drum und dran. An dieser Stelle blende ich euch einfach mal beziehungsweise das Video dazu ein. Und hier haben wir übrigens den Klaus von Back to the Past und schaut bei seinem Video vorbei, da werdet ihr auf jeden Fall auch richtig geilen Stuff sehen, unter anderem die Mario Kart-Streams. Und ja, ist auf jeden Fall immer lustig dabei. Das hat er von mir bekommen und Leute, was habe ich von ihm bekommen? Bam! Dragon Ball Raging Blast 1, die Limited Edition mit dem Artbook, mit dem Soundtrack und dem ganzen anderen Schrott, was dabei ist. Und einfach geil. Klaus, danke dir. Sehr gerne, Gary. Und schaut bei ihm vorbei, Leute. Schaut bei ihm vorbei. Ciao. Wir sehen uns gleich. Ihr habt es im Video gesehen, was alles mit dabei ist, auch so physisch. Auch das mit der Verpackung halt, mit der, das ist kein Game drinne,
Aber ey, endlich mal ein Steelbook, was wirklich schön ist, was man auch so sagen kann, was man sich einfach so hinstellen könnte, was gut ausschaut. Klaus, besten Dank dir dafür. Echt jetzt. Ich finde es, und was ich auch vergessen habe, von Klaus auch selber, diese Dragon Ball DVD, Rache für Freezer. Ich muss an der Stelle ehrlich sagen, ich habe zwar die DVD schon, aber, was ihr nicht wisst, meine Nichte hat sich öfters mal die Filme angeschaut und wie kleine Kinder doch so sind, ne? neuen Film reinstecken, CD in die Ecke schmeißen oder irgendwo liegen lassen. Auf jeden Fall ist meine, meines Wissens, meine, die ich jetzt habe in der Box drinne, die spielt es nicht mehr gescheit ab und die, weiß nicht, ob man das so gut erkennt, hat keine Kratzer. Sau stark. Ja, wie kam es dazu? Also ich habe ja vorhin kurz gehört, in seinem Stream habe ich das war ich halt wieder da in seinem Stream. Mario Kart hat er gestreamt, selbstverständlich. Und da hat er gesagt, wie, ja, Gary, ich habe da was für dich. Und ja, der hat halt das Dragon Ball in einer seiner Flohmarktfolgen gefunden und hat an mich gedacht im Stream und wollte ich haben. Da sage ich ihm, was willst du dafür? Dann hat er in einem meiner Flohmarkt-Folgen gesehen, dass ich das Rayman, die 10-Jahres-Jubiläum-Ausgabe für die PlayStation 2 gefunden habe. Und er hat gesagt, ey, das habe ich bei dir gesehen. Wenn du es abgeben möchtest, können wir gern tauschen, 1:1. Habe ich gesagt, ey, ist kein Problem, ich gebe es dir, weil Dragon Ball ist für mich alles. Und so kam es halt auf der Börse zum, ja, zu dem Tausch und so weiter. Ne? Und Klaus, übelst cooler Typ, macht die Sache super mit seinem Kanal. Ich schaue seine Videos gern, muss ich sagen. Und tut das doch auch, ne? Lasst ihm ein Abo da. Und ja, wie gesagt, Video in der Videobeschreibung, ne? Unten. So. Dann kommen wir noch zu einer Channel-Spende, würde ich sagen. Und wirklich, Leute, ihr müsstet mich mittlerweile kennen. Ich hab's nicht mit den Namen so, wirklich. Und ich weiß nicht, was, weshalb oder warum. Auf jeden Fall. Wir hatten ja auf der Börse unseren Stand, ich und der Ree, er links von mir, ich rechts von ihm, und gegenüber von uns war einer, Gott, ich weiß seinen Namen nicht mehr, Gott, Leute, verschlagt mich bitte nicht, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er gesagt, ey, Gary, komm später mal an einem Stand rüber, oder was heißt, komm rüber, wir waren gegenüber eigentlich. Ja, und im Laufe des Tages hat er, ey, Gary, warte mal kurz, und da hat er mir... Einmal finde ich sehr, sehr cool. Die VHS für Dragon Ball Z Super Saiyajin Son Goku. Kleiner Effekt daran, da erscheint in theoretischer Art und Weise zum ersten Mal ein Fake Super Saiyajin. Denn er hat die Aura, wie man eigentlich am Cover vielleicht sehen kann. Er hat zwar diese gelbe Aura, die ein Super Saiyajin hat, aber noch nicht diese blonden Haare. Und ja, seine schwarzen Haare stehen halt auch schon zu Berge. Eigentlich voll Fake News auf dem Cover hier, denn er wird in diesem Film nicht zum Super Saiyajin. Das ist nur ein... Ja, irgendwas dazwischen auf jeden Fall. Dann nochmal. Dragon Ball Z Rache für Freezer. für meine Dragon Ball VHS. Ich habe jetzt mittlerweile drei, mir fehlen noch ein paar. Ich muss mal genau informieren, welche genau. Weil ich weiß jetzt nicht... 1:1, wie viele es auf VHS gab. Auf jeden Fall, der Counter liegt bei 3. So, kommen wir zum nächsten. Und zwar finde ich cool, weil ich das, diese Art und Weise von der CD-Kasse noch nicht kenne, was Dragon Ball angeht. Einmal die Dragon Ball DVD, Dragon Ball Z DVD zum Film. Zudem sei gesagt, es sind zwei Filme auf der DVD. Einmal die Drachenfaust und einmal die Fusion. Da sieht man, glaube ich, auch zum ersten Mal Gogeta. Als Fusion, ne? Was ich jetzt nicht gesehen habe, auch beim, auf wie ich es genommen habe, auf dieser DVD nämlich ist ein Minigame mit drauf, ne? Hier könnt ihr es vielleicht sehen. Es ist das Minigame drauf. Also ist es auch ein Game, Dragon Ball Z Game, im Counter mit drin. bin ich ihm sehr dankbar dafür, auch wenn ich seinen Namen leider vergessen habe und
tut mir leid, wirklich. Leute, ich weiß es nicht. Ich hab's irgendwie nicht so mit Namen. Das nächste Mal, ganz ehrlich, das nächste Mal nehme ich ein verschissenes Notizblock oder ein verschissenes Notizblock, Notizheft mit und schreibe mir die Deals auf, beziehungsweise die Namen, damit ich es im Video nicht vergesse. Leute, es ist schwer, zum Beispiel auf Börsen, es kommen viele Leute auf einen zu und ey, ich finde deinen Kanal cool, ich schaue deine Videos und hier, der und der bin ich und ich kann halt nicht alle Namen merken, zumal ich dann auch irgendwie abgelenkt war durch den Verkauf und so weiter. Und ja, es tut mir einfach leid, wirklich. Es wird besser auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich schreibe mir die Namen diesmal auf und den Deals. Ja, und da kommen wir wirklich zu einem richtig, richtig auch coolen Deal. Und zwar habe ich einen Deal gemacht mit dem Retro Joe. Wirklich, ein wirklich cooler Dude ist das, wirklich. Also wir haben uns da auch zum ersten Mal gesehen. Und war gleich sympathisch. Er war mit seiner Frau da. Oder Freundin. Korrigiert mich an der Stelle bitte. Nicht, dass ich irgendwie Fake News in die Welt setze. Er hat bei meinem Stand einen Sonic 3 für den Sega Mega Drive gesehen. Und ich habe zwar das Video dazu nicht aufgenommen. Oder ich habe es, keine Ahnung, ich habe irgendwie Verkäufe gar nicht gefilmt, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall kam er zu mir an und sagt, ey, ich möchte das haben, aber möchte nicht dafür bezahlen. So, und da denke ich mir, okay, wegrennen kann er nicht, ist zu viel los. Nee, Spaß, auf jeden Fall. Aber er möchte tauschen. Ja. Und da kam es mir erstmal grad. Und ja, er hat erstmal auf den Tisch gelegt, einmal diesen Pixel Ryu, ja, das ist einer meiner Favorite-Charaktere von Street Fighter, bis Akuma kam und danach war Akuma mein Main-Fighter in Street Fighter selbst und ja, aber trotzdem Ryu und sein Gegenstück Evil Ryu, was es ja erst später mitkam, waren erstmal meine Lieblingscharaktere und danach kam Akuma, so. Das hat seine Frau, Freundin, gemacht auf jeden Fall. Finde ich richtig stark, sowas auch an alle anderen Leute, die so Bügelperlen machen. Chapeau, echt jetzt. Ich hätte nicht die Geduld dazu, ganz ehrlich. Ich zum Beispiel hätte nicht die Geduld dazu, mich da, ich weiß nicht. Hätte ich einfach nicht. Aber wirklich saustark von den Leuten, die sowas machen, wirklich. Hut ab. Ja, was kam noch dazu? Und zwar hat er erstmal draufgelegt auf dem Tisch, wie gesagt, er möchte nicht dafür zahlen und so weiter. Und dann hat er erstmal draufgelegt auf den Tisch. Ja, die Addams Family Super Nintendo Spiel als US-Version. So. Und dann sage ich, ich habe aber kein US. Ne? Dann sagt er, macht nichts. Ich leg dir den damit oben drauf. Wirklich, ey. Dann musste ich einfach ja sagen, weil es einfach so eine coole Situation war und so weiter. Wirklich, ich fand es auch stark. Wie gesagt, ist ein Kerl, der war von Anfang an sympathisch und so weiter, kam cool rüber. Und so sollte es halt unter Sammlern sein, unter YouTube-Kollegen und so sollte es halt gemein auf Börsen sein. Es sollte keinen Twist geben, so von wegen, du hast mir teuer verkauft oder keine Ahnung, was der Geier was heißt. Es sollte einfach wirklich alles mit Freundschaft abgehen und ein respektvolles Miteinander. Ja. Und dann hat er mir noch das damit dazu gegeben. Jimmy Connors als US-Variante. Das ist ein Tennisspiel. Diese Dinger gab es halt vom Retro Joe gegen ein Sonic 3 auf der Sega Mega Drive. Dir sei gedankt dafür. Denn jetzt kann ich wenigstens auch mal sagen, ich kaufe mir ab und zu mal ein US-Game. Ja. Oder wie ich jetzt gern sage, die Frit-Kassetten. Denn die haben Ähnlichkeit mit dem Frit-Kaubonbon. Aber finde ich sau cool. Vielen, vielen Dank an der Stelle. So, und dann komme ich zu einem, man kann schon fast sagen, zu einem einzigen Kauf auf der Börse. Denn ungeachtet dessen, ob ich jetzt die Deals mit dem Peter hatte und auch mit dem Flo von Baltic Games, das waren ja Vordeals, vor der Börse. Und auf der Börse habe ich nur einen einzigen Kauf getätigt. Und zwar ist es
Ach, ich bin stolz drauf. Resident Evil 1 in der Big Box Variante für die PlayStation 1 US-Version. Ich habe dafür gezahlt einen Zehner. Ich zeige euch auch gleich warum. Ich will ja nichts schön reden. Ich zeige euch gleich warum ein Zehner. Und zwar. Ach, Sekunde. Genau so. Und zwar ist das Manko an der Stelle gewesen, dass das abgebrochen ist. Beziehungsweise die Stelle nur. Ansonsten ist ja eigentlich alles in Ordnung. Ich habe da wirklich mal nicht Nein gesagt, denn alles ist dabei. Also die Anleitung ist in einem wirklich, wirklich sehr schönen Zustand. Ja. Ich persönlich finde es immer noch scheiße, dass Sony sich damit nicht weitergefahren hat mit diesen Full-Cover-Boxen, also mit diesen Big-Boxen. Ich finde die zum Beispiel viel schöner, was das Ausstellen angeht und so weiter. Finde ich einfach viel schöner. Ja, zudem sei gesagt, Anleitung ist mit dabei und der Flyer halt, ne? Genau. Und der Flyer mit diversen anderen Games, die so in Big Box Varianten es gegeben hat, ne? So. Und was mich jetzt ein bisschen irritiert, und da könnt ihr mir helfen, und zwar gibt es dieses Cover auch nochmal auf der PlayStation als PlayStation Big Box? Wenn ja, wo kann man sie holen? Oder ist es nur einfach so als Ausdruck von diesem Flyer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die sind in einem sehr guten Zustand. An dem CD-Dings ist nichts ausgebrochen gewesen. CD ist auch noch in einwandfreiem Zustand. Und was ich halt cool finde an diesen Big Boxen, oder was ich halt cool, und ich denke mal, das war eher der Punkt daran, dass die so nicht mehr weitergeführt wurden. Die Verarbeitung davon. Ne? Ich meine, es waren keine Austauschdinger. Denn zum Beispiel hier, seht ihr selber, diese CD-Halterung ist mitten in der Verpackung mit drin. Also man kann da nichts austauschen. Und die Verpackung selber hatte noch hier diesen schönen Artwork. Ja, in der Verpackung. Und hier auch halt hier vom Labor im Spiel. Und hier von den Menschen halt in dem Spiel selber noch. Und ich denke mal einfach, diese aufwendige Verarbeitung oder diese, ne, das war halt das, was im Endeffekt dafür verantwortlich war, dass diese Dinge nicht mehr weitergeführt wurden. Die Spiele hätten teurer verkauft werden sollen. Ja. Und seien wir ehrlich, wenn es so weitergeführt worden wäre, ich meine, was wären die Spiele heute wert in so einer Verpackung? Wesentlich mehr. Ich meine, ich habe selber, okay, dieses Eck war jetzt abgebrochen, ich habe dafür einen Zehner bezahlt. Habe ich da jetzt zu viel bezahlt davon? Dafür schreibst du in die Videobeschreibung einfach nach. Oder hättet ihr auch gesagt, scheiß drauf, diese Ecke stört mich nicht. Aber alles andere ansonsten an der Verpackung ist schön erhalten. Ne? Anleitung. Oh, Sekunde, ich mach's schon zu. Ah, ne, das muss man ja in den. So. Ah, ne, die Anleitung musste man seitlich hier so reinschieben. Cool. Muss ich jetzt gar nicht. Ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare oder hättet ihr es auch genommen für einen Zehner? Oder hättet ihr es euch für, keine Ahnung, was egal, was es jetzt so weggeht, 50, 60 Euro komplett gekauft, wegen diesem Ding hier. Aber sonst ist ja das Ding in einem richtig schönen Zustand. Ne? Okay, unten war nichts. Aber ja, außer diesen Sticker, den mache ich aber noch weg. Radio Weiß Complay. 129,90 Mark hat das Game gekostet. Ja. Das war der einzige Kauf, den ich auf der Börse getätigt habe. Und ja. Meine Meinung zur Börse. Ich war ja zum ersten Mal in Montabaur und ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Ich habe viele coole Leute kennengelernt. Nicht zum ersten Mal getroffen, beziehungsweise den Retro-Pix habe ich zum ersten Mal getroffen, von Anhieb sympathisch, den Flo von Baltic Games auch zum ersten Mal getroffen, das Collector-Couple, einige Viewer von meinem Kanal habe ich getroffen und unter anderem einer aus Nürnberg, sei gegrüßt an der Stelle, falls du das Video siehst,
ja. Und es war halt einfach, man hat sich ja im Vorfeld schon, hat man sich ja darüber unterhalten, also seine Meinungen ausgetauscht über die Börse. Es ist recht familiär dort und es ist zwar klein, aber wie gesagt familiär, ne? Und das hat sich halt dann wieder gespiegelt halt, ne? Also das war halt genau das, mit welcher Meinung ich da hingegangen bin, mit welchen Ansichten ich da hingegangen bin, genau so hat sich das auch wiedergegeben. Familiär, gemütlich, ein freundliches Miteinander. Und ja, und so sollte es, wie auch vorhin schon erwähnt, so sollte es das auch sein. Ne? Ja, und halt wieder wirklich den guten Vincent habe ich wieder getroffen. Ich wusste ja auch gar nicht, dass er da kommt. Den hatte sein Stand irgendwie ganz unten, irgendwo in einem kleinen Raum. Aber richtig cool, wieder die Leute mal getroffen zu haben und dafür sind die Börsen da. Ich meine, man sieht sie, man kann ja schreiben übers Handy, über Facebook und diverse andere Dinge. Aber es ist halt doch wieder immer wieder was Cooles, wenn man sich selber schreibt, also wenn man sich so unterhält, ey, cool und so weiter. Es ist halt wirklich ein anderes Feeling und man hat viel gelacht. Es gab, wie gesagt, ihr werdet ein Video vom Aree sehen auf jeden Fall und man hat viele Scherze gemacht und ja, es war einfach wirklich geil, es war gemütlich und man hat sich nicht unsicher gefühlt. Es gab Kaffee, es gab Brezen, Wienerle und ja, ich persönlich werde auf jeden Fall, wenn nichts dazwischen kommt, auch wieder in Montabaur sein, wenn sie wieder kommt und auch auf den anderen Börsen. Da war es mir einfach, ja, ich war bis jetzt im Montabaur, war jetzt, ach, lasst mich lügen, meine dritte Börse. Und ich muss sagen, es macht Spaß, ne? Es macht Spaß, auch die Leute wieder zu sehen. Und den Sarobe habe ich auch vergessen, verflixt. Denn es gab ja ein cooles, eine coole Challenge. Und die seht ihr aber auf seinem Kanal. Wie gesagt, alle Videos, beziehungsweise alle Leute, die ich hier jetzt erwähne, deren Videos seht ihr unten in die Videobeschreibung. Börse war vorbei und wir waren halt dann auch noch richtig schön essen. Wir wollten ursprünglich zum Italiener, aber dann wurde es doch der Chinese. Und ja, es war auch recht gemütlich und vor allem günstig. Ey. Ich weiß nicht, irgendwie hin und weg ist das Essen teuer. Wenn man essen geht, teuer. Und da war es richtig, richtig günstig. Den Hose zum ersten Mal gesehen, wirklich auch ein richtig sympathischer Typ, ne? Den Hose zum ersten Mal gesehen, die Chrissy jetzt zum zweiten Mal. Auf einer Börse. Man schreibt sich ja sonst immer in WhatsApp und so weiter in unseren Gruppen. Und ja, auf jeden Fall übel sympathische Leute. Also nicht, dass man so sieht, vielleicht als Außenstehender denkt man sich, weiß nicht. Aber na, es sind übel sympathische Leute gewesen. Hose, übelst witziger Typ. Freut mich auch in Zukunft, sich mit ihm treffen zu können auf Börsen und auch mit den anderen. Und ja, wirklich, wirklich stark an der Stelle. Ja, und jetzt kommen wir mal dazu, weshalb ich nur ein Resident Evil auf der Börse gekauft habe. Denn ich spare Geld für eine Switch. Ja, denn ich möchte auch auf diesen Switch-Schwimmen mal aufsteigen. Und es ist jetzt einiges zusammengekommen. In 2 Wochen werde ich mir die Switch holen. Wie gesagt, Switch. Und weil wir haben ja, habt ja beim Release-Video gesehen, ein kurzes Gameplay gemacht für Dead Cells. Und Dead Cells, ich muss das Game haben, Leute. Das gibt's aber, gut, es gibt's auch aber auf der PlayStation 4 gibt's das, glaube ich, auch. Aber es kommt Smash Bros. Melee für die Switch raus und ich muss damit dabei sein, wirklich. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kommt die Switch in 2 Wochen kommt die Switch. Dead Cells und Mario Kart werden so die ersten Games sein, die ich haben werde. Und ja. Damit soll es auch jetzt eigentlich mit dem Video gewesen sein. Das waren jetzt meine Meinungen zur Börse, Impressionen und wie es in Zukunft laufen sollte. Und ja, ich muss euch recht herzlich, wie gesagt nochmal, ich danke euch recht herzlich für die 600 Abos. Ich lasse mir da noch in Zukunft was einfallen. So ist es nett. Und ja. Ich muss euch wirklich herzlich dafür danken, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr euch wirklich Woche für Woche mein Video gebt. Und ich kann aber nicht mehr viel sagen, außer wirklich vielen, vielen Dank dafür. Ja,
Das sollte es auch schon mit dem Video gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen Zuschauern, bei den Leuten, die bei der Börse gewesen sind. Leute, ihr seid wirklich die geilsten. Es freut mich, oder es freut mich auch in Zukunft, euch auf der Börse treffen zu können, oder sich auszutauschen. Euch wünsche ich einen schönen Wochenstart, sage ich mal. Und ja, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal, egal wie lange es dauert. Ciao, Leute.